Suche. Hast du noch extra Controller mit, oder wie? Naja, das ist mein normaler Game. Also ich habe ja heute mit dem Switch-Controller gespielt. Mhm. Und normalerweise spiele ich ja mit dem GameCube-Controller. Den habe ich also einfach so rausgegeben. Und wie ist so der Switch-Controller für dich? Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auch nicht komplett warm damit. Ich mache halt irgendwie so random Missklicks, gefühlt. Aber ich weiß noch nicht genau, was für Missklicks. Also den C-Stick finde ich ein bisschen weird, aber ansonsten eigentlich ist er ziemlich cool. Ich mag den Control-Stick. Und wir sind hier jetzt im Grand Finals. Und Ruben hat auf jeden Fall ziemlich gut gespielt mit Meta Knight. Immer besser, würde ich sogar sagen, im Laufe des Turniers. Oh! Man muss auch sagen, Ruben hat das gleiche Problem wie ich, und zwar er muss den Controller auch wechseln. Also vom Pro-Controller der Wii U zum Pro-Controller der Switch ist auch deutlich was anderes. Achso, also du spielst auch mit Pro-Controller? Ja. Ja, okay. Wie findest du den denn? Bist du auch noch nicht ganz sicher? Nee, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja. Also es ist halt so, dass das Joystick-Layout halt so wie beim GameCube-Controller eher ist. Als und das ist halt schon irgendwie komisch. Deswegen denke ich auch, dass du, wenn jetzt ein bisschen eine Einschränkung hat. Mhm. Ja. Ja, das kann schon sein, ja. Beim Pro-Controller waren die immer beide oben. Mhm, ja, ja, ja. So. Okay. Oh, das könnte was werden. Ja, das war eine Deathladder, tatsächlich. Da hat er es hinbekommen. Gesehen. Und das Ganze sieht doch schon sehr viel mehr nach Smash 4 aus hier gerade wieder. Okay. Das schon eher nicht. Also, MK ist schon cooler geworden. Ein bisschen. Oh. War knapp. Okay, also das Ganze sieht schon sehr viel schlechter jetzt aus für Robin. Für Ruben, meinst du? Ah ne, für Robin, stimmt, Robin ist gerade im Rückstand. Oh. Oh, aber der Dash-Attack klärt viel ins Smash-Spiel. Oh, die Nair, ziemlich stark. Robin holt hier gut auf. Wenn der Stock erstmal weg ist, dann macht er doch den Damage, die Kombos, die nötig sind, um das hier noch zu drehen. Und er hat's gedreht. Er ist auf jeden Fall nicht mehr im Rückstand. Aber gewinnen muss er das Ganze natürlich trotzdem noch. Sonst hätte sich das ja irgendwie nicht gelohnt. Oh, Upsmash reicht noch nicht. Ui, fast. Ich weiß auch gar nicht, wer... Oh, noch eine Fair. Und diesmal reicht das. War's. Ah, doch noch gut aufgeholt, ja. Mhm. Ist jetzt 1-0, oder? Ja. Ja, genau. 1-0 für Robin. Wäre natürlich schön für ihn, wenn er hier das erste NIZ gewinnen könnte. Oh. Auch wenn er... Hier natürlich, das ist seit gestern draußen das Game und viele Leute sind noch nicht so wirklich in dem Game drin, aber ist doch schon mal ein guter Anfang. Sieht auch gut aus, wenn man von Anfang an erstmal ein Turnier gewonnen hat. Gibt aber auch die Motivation weiterzumachen. Gut, muss das dann jemand manuell anstellen, dass dann das gezeigt wird oder wird ja, das nie gezeigt? Genau, also ich mache halt immer das Übergang, also hier, da musst du immer draufklicken so, aha, dann ist das da. Und wenn du dann auf Übergang klickst, dann wird das hier raufgepackt. Jetzt zum Beispiel mache ich auf Ingame und dann zack. Okay. Gut, also wir kommen zu Game Nummer 2. Nochmal FD. Mit Brawl. Brawl Musik, sehr gut. Uah.
schöner Pilz, aber muss er schon fast aufpassen, dass er nicht stirbt. Okay. Ja, Planets sind jedenfalls echt gefährlicher geworden. Oh! Backthrow. Oh, da hat er ihn mit der Abwehr, da hat er das misspaced und hat direkt einen Upsmash kassiert. Steht hier also 1-0 für Robin und auch ein Stock mehr für ihn. Sieht im Moment ziemlich gut für ihn aus. Oh, das ist ja krass. Ja, das scheint noch zu funktionieren. Mhm. Andersweise. Ja, Ruben probiert so ein bisschen aus mit der Mewtwo B, aber kann sie noch nicht wirklich effektiv nutzen. Nee, der benutzt sie auch ziemlich selten. Da haben wir der Bäcker erwischt. Ich weiß auch nicht, was das für eine Prio hat, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Prio hier gibt, aber wenn er die einsetzt und Peach haut eine Fair rein zum Beispiel, kommt Peach durch, trifft sie Midnight oder. Ja. Oh, ist er downzählt? Ja. Ja, anscheinend. Oh, noch ein Downzählt. Ah, und da Abwehr. Keine Abwehr. Trifft tatsächlich mit der Abi, aber nicht gefährlich. Oh. Side-Pick killed, okay. Und immer noch kein ganzes Stock in der Lead, aber. Es sieht ungefähr gerade so aus wie das Game vorher, bloß umgekehrt. Robin war halt ungefähr so back und hat dann das Comeback gemacht. Schade, dass wir jetzt hier im Gunfight jetzt keinen Newcomer sehen. Also charaktermäßig? Ja. Ja, es war echt cool, aber immerhin haben wir King K. Rool gesehen. Und den sieht man online, glaube ich, auch schon ziemlich oft, ne? Ja, das stimmt, ja. Aber kein Wunder, er hat eine leichte Recovery. Geht wirklich, Jake ist happy, hat der Kiel, Kubat, oder wie man das nennen soll. Oh, Alter. Sidekick von Peach ist ziemlich gut. Okay, also das Ganze sieht hier nicht mehr gut aus für Ruben jetzt gerade. Er muss einiges. Robin schafft safe an die Edge. Oh, noch ein Outhit. Aus dem Downhit kriegt er jetzt nicht mehr so wirklich was. Muss er sich was anderes überlegen. Inzwischen wird es auch schon fast reichen, einen Nair oder einen Berger zu treffen. Und es ist schon echt ziemlich cool, wie Final Destination inzwischen aussieht. Dash Attack geht nicht. Ja. Oh, Backthrow. Oh, hat nicht gekillt. Hätte ich tatsächlich erwartet. Oh. Ah. Das scheint aber keine schlechte Prio zu haben. Ja. Ne? Oh. Ja, nicht mal im Ansatz. 150%, also. Bei Max Rage. Okay, Dash Attack. Dash Attack killt ja dann irgendwann. Jetzt muss er einiges. Ah, nope. 2-0 für Robin. Und Robin ist jetzt ein Game entfernt davon, das erste Turnier hier zu gewinnen. Hier lässt sich der Controllerwechsel anmerken, ne? Was? Der Controllerwechsel lässt sich ja anmerken. Bei Ruben. Ach so, Aber soweit ich weiß. Ah, jetzt doch nochmal mit Linda. Okay, ja, cool. So wollen wir das sehen.
Ja, okay, nice. Jetzt sehen wir nochmal ein Match Melinda, mindestens. Das finde ich gut. Ich auch. Bin ich auch gespannt. Also, Robin hat ja mir erzählt, dass er jetzt Melinda überraschenderweise auch noch in sein Repertoire aufgenommen hat. Habe ich auch schon überlegt bei mir, ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie sehr sie sich auch von Villager unterscheidet. Sie hat ja dann doch ein paar andere Tools, also alleine dieser Gyroid, der nicht von links nach rechts fliegt oder andersrum, sondern halt nach oben. Das ist ja Down-B ist das, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, das Down-B von ihr ist halt deutlich nützlicher als der von Villager. Ich meine, ich glaube, in High Competitive Play hat man den Baum nicht so oft gesehen, oder? Bin mir nicht sicher. Wie meinst du jetzt? Den Baum hat man ja, glaube ich, in High Competitive Play nicht so oft gesehen. Also, Ranai hatte schon ein paar fiese Setups damit. Aber halt auch hat er die benutzt, um die Axt einfach einzusetzen. Ja, genau. Na, versucht's dann mal wieder mal mit der B, aber noch nicht so erfolgreich. Und da war die Angel zu sehen, wie. Oh, guck hier, die Mine. Genau, kann man so ein bisschen. Oh, auch nicht getroffen. Und wenn man da reinschlägt, während Melinda da rumsteht, wird sie getroffen, also explodiert sie. Ah. Oh, Down B. Oh, das war ein Upsmash. Ja, der Upsmash soll von ihr nicht gut sein. Okay. Also nicht reliable sein, weißt du. Mhm. Der F-Smash von ihr ist jedenfalls auch nicht so gut wie der von Villager. Was ist das für einer? Weiß ich ja gar nicht. Party. Party. Ach so, der Spreng-Ding. Ja, stimmt. Oh. Oh, aber die Nair ist cool. Und man kann ja tatsächlich, ich meine, sie hat ja schon eine ziemlich gute Recovery. Ah ja, beim Einholen erwischt. Oh, okay. Ziemlich nice. Er spielt praktisch gerade. Oh. Aber ziemlich ja, die, um die Edge rum. Diese Angel ist echt sehr gut. Aber da hat man gesehen, ja, der Abschnitt ist wirklich. Hat kleine Range und. Oh, die Nair. Und ja, Taunt. Der Taunt. Und das ist ja auch, bei diesem Game kannst du ja viel besser taunten, ne? Ja, was? Den Update habe ich noch nie gesehen. Den Besen. Ja, man kann ja, ich glaube, alle Taunts abbrechen, ne? Ja, genau. Also praktisch Bayonetta in alle. Das ist korrekt, dass sie das machen. Ja, das stimmt. Jeden nochmal mit der neuesten Technik. Ah, da hat er versucht, ihn zu janken, glaube ich. Ja, genau. Wollte ihn da mit der Angel erwischen und nach hinten werfen. Man kann sich ja damit auch an die Edge hängen, ne, mit der Angel. Ja, genau. Nicht, dass sie es bräuchte, aber hey. Ja, doch, da ist man ziemlich schnell dann an der Edge, ne? Mhm. Ich meine, ihre Ballons sind ja ziemlich. Ja, stimmt. Anfällig. Okay. Ihr Jab ist auch irgendwie sehr komisch. Ja, finde ich auch. Also man kann ja nicht irgendwie den Charakter damit, den Gegner damit irgendwie wegschleudern oder so. Nee, man hittet ihn nur ein paar Mal und wenn man einmal zu viel macht, wird man gehittet. Ja. Und ansonsten kannst du eigentlich nur, naja, in die Defensive gehen. Ich habe das Gefühl, du kannst damit gut eigentlich, oder kommt auf den Gegner und auf die Situation, aber ich glaube, du kannst damit gut Damage aufbauen, aber bist immer danach getroffen. Eigentlich. Kann gut sein, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage der macht. Okay. Oh, hier ist die Mine. Oh, durchgerollt. Ah, Rufin versucht hier nochmal. Ah, guter Versuch. Schafft's Robin hier mit Melinda. Und da sieht man oh, das da auch noch. Ja, nice. Tatsächlich mit Melinda. Nice one. Und damit ist Robin hier der Sieger von NIZ 25. Bist nicht mit Skeddy?